Mit einem Paukenschlag sind Südtirol Snowboarder am Dienstag in den Weltcup 2014-15 gestartet und das nicht bei irgendeinem x-beliebigen Weltcuprennen, sondern beim Heimweltcup in Carezza. Roland Fischnaller feierte den 9. Weltcupsieg seiner Karriere und als wäre das nicht genug, schaffte Nadia Ochner ihr allererstes Weltcup-Podium. Heute ist einfach ein super Tag gewesen. Ich bin eigentlich nicht einmal, ich habe gestern Glück gehabt, an den Start Nummer 1 gezogen, bin aber heute nicht gut gestartet. Ich bin im ersten Lauf schon so mal kurz auf dem Hintern gelegen und habe es noch im zweiten Lauf viel aufgeholt. Und eben, ich sage allem, beim Parallel ist es so, da im Finale ist es nochmal ein neues Rennen und es ist sich heute für mich richtig gut ausgegangen. Wir haben viele Fans da gehabt, der Fanclub ist wirklich, wirklich grandios. Es ist so, macht so Freude, da zu fahren. Und mein erstes Podium daheim, ich weiß nicht, ich bin einfach glücklich. Sowohl für Fischnaller als auch für Ochner kam der erfolgreiche Saisonauftakt am Karo-Pass überraschend. Die 21-jährige Burgstallerin qualifizierte sich im Parallel-Riesentorlauf zum ersten Mal überhaupt für das Finale der besten 16 in dieser Disziplin. Dort musste sich Ochner erst im Halbfinale der späteren Siegerin Marion Kreiner aus Österreich geschlagen geben. Im kleinen Finale um Platz 3 setzte sich Nadia Ochner aber souverän gegen die Russin Natalia Sobolewa durch und das bei Bedingungen, die ihr eigentlich nicht liegen. Ich tue mir allem ziemlich schwer eigentlich bei schlechter Sicht, aber ich muss sagen, wir haben heuer in Schnalz drinnen ein paar Mal ganz, ganz schlechte Sicht gehabt und das hat mir wirklich gut getan. Wir sind echt gefahren und eben, es kommt mir jetzt zugute, das habe ich heute wirklich gemerkt und deswegen ist das, denke ich, heute gut gegangen. Roland Fischnaller zog sich beim Trockentraining im Sommer eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu und fiel wochenlang aus. Dennoch war der 34-jährige Füllnösser zum Saisonauftakt topfit. Nach der Quali war er Vierter, danach schaltete er seine Gegner reihenweise aus. Heim bei den Fahren habe ich mich nicht gut gefühlt, letzt gefühlt. Aber kam in den Lauf die ersten Kurven gemacht und eigentlich Bottega. Super Grip und ich brauche einfach einen guten Grip. Und logisch, dass Zeit schneibt und Hell hilft mir auch noch, hat mir gut dazu geholfen. Ja, ich muss sagen, es war heute schon ganz, ganz ein komisches Gefühl. Ankommen mit der Facht und denkst du, man hätte eigentlich schon ein bisschen mehr gekannt. Und bin einfach 7/18 schneller. Letztes Jahr ist mir passiert, bin ich angefahren und eigentlich meist schon gut erfacht und habe 2,5 Sekunden gekriegt. Das ist der Sport, aber ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut. Das starke Südtiroler Ergebnis rundeten Aaron March und Edwin Coratti ab. Der Sterzinger March, der die Quali an 6. Stelle beendet hatte, belegte schlussendlich den 10. Rang und landete 2 Positionen vor seinem Finchcore-Teamkollegen Coratti. Ich habe eine super Quali gemacht. Ich bin 10. gewesen und jetzt habe ich einen super Lauf, macht wirklich gut und es ist knapp etwas gegangen. 2 Zehntel ist die Welt, ist halt viel und es ist etwas gegangen. Für die anderen 4 Südtiroler, die in Carezza am Start waren, endete der Weltcup-Auftakt nach der Quali. Dabei hatten Lokalmatador Christoph Mick, Auswelschnofen und der Brixner Hannes Hofer gute Chancen, um ins Finale einzuziehen. Beide patzten im 2. Quali-Lauf und schieden somit aus. Ich habe mir eigentlich viel vorgenommen, weil es ist an der ersten Lauf nicht so super der Wuschen gehabt, ein bisschen eine gute Sekunde Rückstand gehabt. Und dann habe ich mir eigentlich den Kopf gesetzt, mal einfach voll ausgeben, dass ich das noch aufhole. Und wahrscheinlich bin ich sicher wie ein Sack übermütig gewesen. Und dann habe ich mich oben mal einen kurzen Moment nicht konzentriert und dann ist mir der Fehler passiert und bin außen. Ich war voll motiviert. Heute ein gutes Resultat machen, was auch jeder auf jeden Fall motiviert ist. Und mein Ziel war gewesen, unter die Top 20 zu kommen und leider ist es nicht gegangen. Und ihr Weltcup-Debüt gaben hingegen der Grödner Daniele Bagozza und die Filnösserin Elisa Profanto. Bagozza landete auf dem 48. Platz, Profanto belegte Rang 34. Für beide Nachwuchshoffnungen ging es in Carezza aber ohnehin in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln. Ich war eigentlich froh, dabei sein zu können und logisch war ich nervös, aber ich habe es einfach genommen wie ein normales Rennen und es war ja super Erlebnis. Im Großen und Ganzen bin ich schon recht gut gefahren, wegen Sam. Aber es hat mich ausgehauen, aber
das ist, ich konzentriere mich jetzt auf den Europacup und sammle das auch als Erfahrung. Deswegen, ja, am Morgen geht's schon. Dass die Südtiroler Asse gemeinsam mit mehr als 100 Snowboardern aus 20 Nationen über die Praditori-Piste jagen konnten und das bei besten Pistenbedingungen, es grenzt beinahe an ein Wunder, wenn man die Schneeverhältnisse der letzten Wochen kennt. Ich kann leider sagen, es haben sie super gemacht und will auch recht herzlichen Dank an das ganze Carezza-Team und die ganzen Arbeiter, die da sind, die gearbeitet haben, dass sie das so super zusammengebracht haben noch bis zum Schluss und die Piste ist super, dann fehlt gar nicht. Die starken Leistungen der Südtiroler Snowboarder zum Auftakt. Sie haben Lust auf mehr Snowboard-Sport gemacht. Der Höhepunkt in diesem Winter ist im Jänner die WM im österreichischen Kreisberg. Und nach diesem Auftakt dürfen die heimischen Fans von Edelmetall träumen.